Hallo liebe Leute, der Motorradtourer grüßt euch. Heute auf dem Weg zum Motorradhaus durch in Nördlingen, Moto Guzzi Händler. Und der hat heute die Vorstellung der neuen Stelvio. Da können wir sie auch live sehen in beiden Farben, die wir seither bisher nur im Prospekt und auf Bilder gesehen haben. Bestimmt ein tolles Erlebnis. Und ja, das machen wir jetzt. Hier im Auto eine ganze Kompetenz von Leuten. Der Wolfgang, den kennt ihr ja schon. Das ist der mit der roten GS, wo oft bei mir dabei ist. Da vorne hockt der Sigi, das ist der, wo uns schon die gelbe Stelvio vorgestellt hat. Und der Jürgen, der fährt da hin, genau. Und der fährt uns gut, ist unser Chauffeur. Noch. Genau. Kommt zu, sieht vielleicht anders aus. Er hat schon gesagt, kennt vielleicht fährt er auch ein Motorrad heim, aber das muss man jetzt mal gucken. Ja, und jetzt fahren wir mal da hoch und gucken mal das neueste an, was bei Moto Guzzi gibt. Und dann passt es. Jürgen, sag mal was zur Moto Guzzi. Wie findest du, oder bist du, bist auch längerer Moto Guzzi-Fan schon? Ja, ich hatte ja die alte Stelvio oder die erste Stelvio schon und war da begeistert. Und leider kam halt dann die Lücke, dass sie das Motorrad nicht mehr weiterentwickelt haben und nicht mehr gebaut haben. Und nachdem ich letztes Jahr mal die Mandello gefahren habe, war ich von dem neuen Motor wirklich angetan, war super. Und jetzt kommt eigentlich das neue Modell oder die Moto Guzzi, die Stelvio wieder aufklebt oder haben es wieder aufleben lassen. Und ich durfte einmal Probe sitzen, durfte beide Farben schon anschauen. Das ist wirklich ein schönes Motorrad geworden und ich glaube, das wird auch ein Erfolg. Also gegönnt sei es Moto Guzzi auf jeden Fall. Ja, das sehe ich auch so. Und der Sigi, der hat ja jetzt erst V85 gekauft. Ich habe vor 2 Jahren mal V85 gekauft, weil ich immer ein bisschen Guzzi-Fan war. Fahre schon 50 Jahre jetzt Yamaha, habe auch noch Yamaha. Aber das Ding ist geil, ich war letztes Jahr mit der Nordcup, eine sagenhafte Tourer. Und ich kaufe sie nicht, ich bin zwar Probe gesessen bei der Stelvio, ist geil, absolut. Passt, aber in meinem Alter brauche ich kein neues Motorrad mehr. Ich habe doch ein Gutes. Ja, das sagen sie alle, aber gut. Und der Wolfgang, den müssen wir noch überzeugen. Ich will wahrscheinlich bei der GS bleiben. Ja. Also, jetzt fahren wir mal hoch und dann werden wir weiter berichten. So, also jetzt haben wir es geschafft beim Motorradhaus durch, hier in Nördlingen. Da wird heute die Stelvio vorgestellt. Dann ist ja schon ein Schild, ein Piaggio. Und jetzt gehen wir mal rein in die heilige Halle und gucken uns die Dinger mal an. Ja, und bevor wir das Motorrad jetzt zeigen, kurz noch die technische Daten. Also, die neue Stelvio, 1042 Kubik, 115 PS, wassergekühlt, 105 Newtonmeter Drehmoment bei 6750 Umdrehungen. Das ist ja wirklich heftig. Die hat Speichenräder vorne 19 und hinten 17 Zoll. Die Sitzhöhe 830 mm, man kommt sehr gut drauf, wirklich. Das Trockengewicht 222 kg, Verbrauch so um die 5 Liter und Euro 5 plus. Ausstattung 5 Fahrmodi, Kurven-ABS, ein 5 Zoll TFT-Farbdisplay und ein elektrisches Windschild. Und optional gibt es ganz neu von Moto Guzzi das Modell mit PFF, Rider Assistance System, das ist ein radargesteuerter Tempomat und ein Totewinkelassistent. So, und jetzt gehen wir mal rein. So, hallo, liebe Leute, euer Motorradtourer grüßt euch. Wir sind jetzt hier beim Motorradhaus Dürr in Nördlingen und wollen euch hier die neue Stelvio vorstellen. Die kommt jetzt in Kürze raus. Der Herr Dürr kommt vielleicht auch mal kurz her zu uns. Er kann uns vielleicht über Moto Guzzi ein bisschen was erzählen. Die Stelvio, ich darf mir vorstellen, der Herr Dürr, das ist der Inhaber. Der Jürgen Häger, lange Zeit bei Willys, hat Motorradtests gemacht und so weiter. Wir betreiben die Seite, die Facebook-Seite, also die Admins der Facebook-Seite. Und mich kennt ihr ja von meinen zig Tour-Videos und Produktvideos. Und hier die, hier steht sie also. Die ist schon umgerüstet mit Koffer, Hauptständer und so weiter. Was habt ihr noch alles montiert? Das ist alles. Die Koffer und Hauptständer, wir haben an dem Fahrzeug gemacht. Okay, das ist wahrscheinlich nicht lieferbar, denke ich. Das ist alles lieferbar. Ah,
hauptsächlich, weil das Zubehör wahrscheinlich für das Motorrad am meisten gekauft wird, haben wir das erst einmal montiert. Okay. Am meisten gekauft wird, ja, denke ich. Gut, okay. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, ich habe schon 3 Stelvios gefahren und war immer mit den Stelvios zufrieden, bis vielleicht so auf die letzte ein bisschen. Aber ansonsten, ansonsten hat Moniguzzi, denke ich mal, hier absolut tolles Tourenmotorrad, Enduro entwickelt, die auch jetzt endlich mit einem vernünftigen Motor ausgestattet ist und die ist sicherlich jetzt nicht für schwere Gelände ausgelegt, aber wer will das schon heutzutage? Da kauft man dann was anderes, aber ansonsten denke ich mal, ideales Tourenmotorrad eigentlich. Irgendwas sagst du dazu? Ja, also ich schließe mir deine Worte an. Also ich habe keine 3 gefahren, ich habe eine gefahren und habe die 40.000 Kilometer damals gefahren und war auch absolut zufrieden mit dem Motorrad und habe eigentlich auch sehnsüchtig darauf gewartet, bis Moniguzzi mal wieder den Schritt wagt. Und jetzt mit dem Motor von der Mandello, denke ich mal, ist das wirklich auch in der Klasse einzigste mit Kardan, wo man da bekommt und als Alleinstellungsmerkmal. Und also ich sage da echt eine gute Zukunft voraus. Ja, also völlig genauso. Also ich glaube auch, dass sich die richtig gut verkaufen lässt. Und dort sind Sie schon gefahren? Leider noch nicht. Wir haben es erst vor 2 Tagen bekommen und kriegen Profimaschinen erst bei Ende Februar. Mhm. Ich denke mal, dass es da dann ausreicht. Fahren und testen. Ja. Schöne an dem Motor ist halt auch wirklich bekannt aus der V100, dass man im 6. Gang auch mit 50 aus der Ortschaft rausfahren kann. Also ganz toll, elastischer Motor. Bin begeistert von dem Ding. Ja. Die haben ja geschrieben, bei der Mandello habt ihr ja ein bisschen das Getriebe bemängelt, also dieses Löchrige von dem Getriebe. Können Sie das auch feststellen oder sagen Sie, das, da muss man sehr empfindlich sein? Hat das Löchrige von dem Getriebe möchte ich nicht sagen, weil das ist eigentlich das beste Getriebe, was seit Kutzi eigentlich gebracht hat, muss ich sagen. Man darf das natürlich jetzt nicht unbedingt mit einem japanischen oder auch mit einem Afrika-Getriebe vergleichen. Auf jeden Fall ist das Getriebe, ich habe damit nichts auszusetzen an dem Getriebe. Okay. Ja, ist ja auch sein, wie man es empfindet. Das ist ja immer so. Soll ja auch schon mal verbessern, eingeschlossen sein. Das hat man ja, genau. Ja. Also Leute, wenn es euch also interessiert, dann könnt ihr hier nach Nördlingen kommen oder geht zu einem Moniguzzi-Händler, guckt das Teil an. Also das ist bestimmt auch echt eine Alternative zur GS. Die hat zwar nicht ganz so viel Power, aber wenn man ehrlich ist, heute über Land zu fahren, da langt das Dicke aus. Und für die V85 TT-Fahrer kann ich nur sagen, also das ist auch preislich wirklich eine Alternative, die man da absolut ins Auge fassen kann. Also, danke, dass ihr dabei wart. Es sind viele Leute hier, das ist auch eine gute Sache, das zeige ich noch. Und wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich noch besser. Also, bis bald. Tschüss, ciao. Ja, ciao. Sollen wir noch Probe fahren? Dann kommen Probe fahren, kaufen dann wieder. Ja. Scheibenverstellung elektronisch. Ja? Mit wem ich mit der auch wieder anfangen? Jetzt wollte ich noch ein paar Sachen generell zur Stelvio sagen. Zum einen hat der Jürgen ja vorher schon gesagt, dass wir zusammen auf Facebook diese Gruppe betreiben, Moniguzzi Stelvio 2024 Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn ihr also interessiert seid, die Neuigkeiten zum Motorrad generell zu erfahren, dann meldet euch einfach an und
markiert diese Seite als gefällt mir oder tritt bei, dann bekommt ihr da die neuesten Informationen immer. Kostenlos natürlich. Zum Zweiten habe ich jetzt auf der Vorstellung beim Motorradhaus Dürr in Nördlingen mit wirklich vielen Interessenten gesprochen, die da sind. Also man konnte eins ganz klar feststellen, es sind viele da oder es waren viele da, die noch die luftgekühlte BMW fahren, die GS, oder von Produkten wie Triumph oder KTM kommen. Also und alle wirklich von den großen Duos. Die Kundschaft selber ist natürlich, wie bei Moto Guzzi, schon immer etwas älter. Das sind alles ältere Herren und Damen. Es ist natürlich auch so, dass auch sehr viele Fahrer von V85 TT-Modellen da waren. Und also die Selvio, da bin ich absolut überzeugt, die wird ihren Weg machen, weil ein Alleinstellungsmerkmal, sagte der Jürgen vorher auch schon, eben mit diesem Kardan. Und das Fahrwerk wird sicherlich auch nochmal verbessert sein zur V85 TT. Leistungsseitig, der 115 PS Motor, der reicht wirklich allemal aus. Das ist einfach ein absoluter Top-Tourer. Und man sitzt absolut bequem drauf. Und auch der Wolfgang sagte gleich beim ersten Mal drauf sitzen, sie ist nicht ganz so hoch wie die BMW. Und da kann man einfach sehr bequem und auch zu zweit sehr bequem sitzen. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja. Und natürlich, man muss natürlich auch einfach mal den Preis sehen. Also für Enduro in dem Bereich mit der Technik, mit der Leistung und mit dem Kardanantrieb finde ich sie absolut gerechtfertigt. Und wenn man es dann wahrscheinlich mit der neuen V85 TT vergleicht, liegt der Preis oder der Preisunterschied so bei rund 4.000 Euro. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er den entschleunigten Motor von der V85 TT fahren möchte oder den hier. Ich habe mich entschieden, ich werde in diesem Jahr eine Selvio fahren und da muss man jetzt mal sehen. Ich denke mal, dass Anfang März so ein Fahrzeug, bekomme und dann bekommt er auch sehr zeitnah den ersten Test von mir. Also, danke, dass ihr dabei wart und danke ans Motorradhaus Dürr, dass wir da die Aufnahmen machen durften und die Motorräder sehen konnten. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr oder schön mir einen Daumen nach oben natürlich, wie gesagt, oder ein Abo. Also, bis bald, euer Motorrad.